Heraus kam mit dem BZÖ eine Splitterpartei, die ohne Jörg Haiders starke Position in Kärnten längst Geschichte wäre. Bei der Nationalratswahl 2006 schaffte das BZÖ mit bundesweit 193.000 Stimmen gerade noch die 4%-Hürde. Fast die Hälfte der Stimmen steuerte Kärnten bei, wo Haiders BZÖ auf fast 25% kam. Im Westen und Süden liegen die Orangen sonst bei 3%, in Ober- und Niederösterreich bei 2% und im Osten gar unter 2%. Noch schlimmer die Bilanz bei den bisherigen Landtagswahlen. So hat das BZÖ im Burgenland erst gar nicht kandidiert und blieb in der Steiermark mit 1,7%, in Wien mit 1,2% und zuletzt in Niederösterreich mit nur 0,7% politisch bedeutungslos. Durchaus verständlich also, dass die Orangen immer lauter nach einer Wiedervereinigung mit den Blauen rufen. Doch der FPÖ-Chef denkt nicht daran, auch nicht nach dem kleinen Zwischenhoch des BZÖ bei der Grazer Wahl im Jänner. Wir liegen heute bundesweit bei 14-15%, während ein BZÖ bei 2-3% herumkrudelt. Und dann beruft man sich auf eine Regionalwahl, wo man mit 4% halt irgendeine kleine Bedeutung bekommen hat. Dazu kommt, dass Strache ein erheblich gestörtes Verhältnis zur BZÖ-Spitze hat. Die gerichtlichen Kalamitäten des Bündnisobmanns machen das nicht besser. Zuletzt hat Peter Westenthaler in erster Instanz gegen den Alpenverein verloren. Der BZÖ-Chef war im Wahlkampf einem gefälschten Brief aufgesessen, wonach Gipfelkreuze durch Halbmonde ersetzt werden sollen. Und, politisch viel brisanter, Westenthaler muss sich wegen falscher Zeugenaussage vor Gericht verantworten. Sein Leibwächter hat bei einer Wahlparty einen unerwünschten Gast verprügelt. Der BZÖ-Chef will das nicht gesehen haben. Und reagiert wird darauf so, wie Jörg Haider es ihnen beigebracht hat. Was hier passiert, ist ein Vernichtungsfeldzug. Silvio Berlusconi, bitte, schauen Sie den an, der hat hunderte Prozesse gehabt und ist seit Premierminister. Quasi ein Westentaschen-Berlusconi, wie Jörg Haider vielleicht sagen würde. Und in unserem Studio in Klagenfurt hat Jörg Haider jetzt geschmunzelt. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott, guten Abend. Herr Landeshauptmann, Sie haben diese Partei vor 3 Jahren gegründet und damals gesagt, das BZÖ soll bei der nächsten Wahl 10-15% bekommen. Geworden sind es dann gerade mal 4, die allermeisten davon gab es in Kärnten. Und jede einzelne Landeswahl, Landtagswahl seither war eine Blamage für das BZÖ. Warum ist das so? Ich glaube, dass man nicht überhastet sein soll in dieser Entwicklung. Natürlich wäre es uns lieber, wenn wir von Anbeginn an 10% gemacht hätten, aber es war auf alle Fälle so, dass wir auf Anhieb in das Parlament gekommen sind. Wenn Sie denken, dass andere Parteien, die massiv von österreichischen Zeitungen unterstützt worden sind, den Sprung nicht gemacht haben, dann haben wir das, glaube ich, ganz gut geschafft. Und so wie wir jetzt aufgestellt sind, gibt es also die berechtigte Annahme, dass das BZÖ auch in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird, denn wir haben in Kärnten in der Zwischenzeit weiter zugelegt. Wir liegen derzeit bei 40, 44, 45% in allen Umfragen. Bei der Nationalratswahl würden wir über 30% kommen. Das heißt, es soll sich niemand Hoffnung machen, dass das BZÖ nicht mehr in der Bundespolitik mitmischt. Und das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum man gegen das BZÖ so zu Felde zieht. Denn sonst hätten Sie ja jetzt in diesem Beitrag zumindest fairerweise sagen müssen, dass diese 7-Mann-Fraktion die meisten Anträge gestellt hat im Parlament, die meisten Vorschläge gemacht hat, die meisten Redner entsendet und daraus wird à la longue eine sehr dynamische, freiheitlich-soziale, demokratische Bewegung werden, Haider, die durchaus Chancen hat, bei den nächsten Wahlen noch Haider, einmal mehr zu punkten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie eine lange Wahlrede für das BZÖ erhalten können. Ich würde trotzdem gerne noch eine Frage stellen. Okay. Das, was Sie zuerst gesagt haben, ist das nicht in Wahrheit genau das Problem des BZÖ. Es ist ein Kärntner Lokalphänomen. Dort ist es eine Art großer Haider-Fanclub und in Rest Österreich ist es eine Art FPÖ für Arme. Das hat man beispielsweise von unseren italienischen Nachbarn auch immer gesagt. Die Lega Nord wurde belächelt als regionales Produkt und hat in Wirklichkeit nach vielen Rückschlägen, die sie auch einstecken mussten, bei dieser Wahl einen Sprung nach vorne gemacht, dass sie italienweit zur drittstärksten Partei geworden ist. Und ich sage Ihnen das heute schon, bei dieser Politik der Großen Koalition, gerade jetzt, wie wir es wieder gesehen haben, wo die roten und schwarzen Leute ausgetauscht werden und wo wieder die alte Parteibuchwirtschaft eingeführt wird, ist es natürlich logisch, dass das BZÖ bei der nächsten Wahl sehr, sehr starke Chancen haben wird. Herr Haider, in jeder Umfrage, die es gibt, selbst in jenen, die am freundlichsten zum BZÖ sind, ist die FPÖ
FPÖ mindestens dreimal so stark wie das BZÖ. Warum? Das ist auch nicht weiter irritierend, denn in Wirklichkeit geht es darum, dass wir mit dem BZÖ auch dazu beitragen, erstens das Potenzial der freiheitlichen Wähler in Österreich auszuschöpfen und vielleicht zusätzliche noch anzusprechen. Und zum Zweiten, dass wir als kleinere politische Kraft in diesem freiheitlichen Spektrum in Wirklichkeit jene Themen leben und ansprechen, auf die die FPÖ leider verzichtet. Die FPÖ hat sich zur Ausländerpartei und zur Asylpartei gemacht und interessiert sich nicht für andere Themen. Wir sind sozusagen eine globalisierungskritische, EU-kritische Bewegung, die die soziale Marktwirtschaft gegenüber diesem Globalisierungswahn wieder etablieren will. Und da sind also viele Chancen. Und in Kärnten zeigen wir, dass wir es auch umsetzen, dass wir nicht nur reden. Bei uns gibt es einen Teuerungsausgleich gegen den Globalisierungsdruck und der Inflation. Aber außerhalb bei uns von Kärnten, gibt es Lehre mit Kärnten Matura. Ist Ihr Antiglobalisierungsprogramm ein ziemliches Minderheitenprogramm. Da kommen Sie nirgendwo in Umfragen auf mehr als 3%. Und vielleicht ist ja auch eines Ihrer Probleme der Parteiobmann. Herr Westenthaler hat, seit er zurückgekommen ist, in die Politik bei keiner einzigen Wahl sein Wahlziel erreicht. Und er ist in allen Umfragen der mit Abstand unbeliebteste Politiker Österreichs. Also da täte ich den Peter Westenthaler beruhigen, ich war das auch immer. Obwohl ich einen Wahlerfolg nach dem anderen gefeiert habe, ich war immer der unbeliebteste Politiker. Das ist ganz klar, jemand, der polarisiert, der wird natürlich von Rot und Schwarz und allen sonstigen Gruppen abgelehnt. Da sollte man sich also keine Gedanken machen. Aber ich sage Ihnen noch einmal, wir sind mit der Thematik, die wir vorgeben und mit der Stärke, die wir in Kärnten haben, auf einem Weg, dass wir auch in den nächsten Wahlentscheidungen auf Bundesebene sicherlich zwischen 6% und 10% machen werden. Das hat es vor der letzten Wahl auch schon geheißen und ist nicht annähernd zustande gekommen. Aber lassen Sie mich kurz bei Herrn Westenthaler bleiben. Ist vielleicht das Problem, dass wir ein bisschen unterschätzt haben, dass die Organisation in den anderen Bundesländern einfach nicht vorhanden war. Das muss man einfach eingestehen. Lassen Sie mich noch bei Herrn Westenthaler bleiben. Er bekommt jetzt diesen Prozess wegen falscher Zeugenaussage. Falls er dort verurteilt werden sollte, Konjunktiv, könnte jemand, der von einem Gericht als Lügner verurteilt wird, Parteiobmann bleiben? Also ich lasse mich gar nicht auf die Diskussion ein, weil ich gehe davon aus, dass er nicht verurteilt wird, weil das riecht mir schon sehr nach politischer Aktion, denn in Wirklichkeit wollen Rot und Schwarz dieses BZÖ weghaben, dann könnten sie leichter Mehrheiten bilden, abseits von einmal Rot und abseits einmal von Schwarz, und daher sind wir ihnen massiv im Weg. Also versucht man den Peter Westenthaler anzupatzen. Es ist ja wirklich lustig, dass man diese ganzen Babak-Ganoven, die da im Dunstkreis der SPÖ noch herumsitzen und auch Staatsfunktionen haben, die lässt man im Wesentlichen unbehelligt bei einem Riesenwirtschaftsskandal. Und gleichzeitig tut man wegen einer Schlägerei Untersuchungen machen, jetzt seit über einem Jahr, ob Peter Westenthaler das gewusst hat oder nicht gewusst hat. Daran wird die Republik sicherlich nicht zugrunde gehen und es wird auch nicht genesen. Gut, und also da sieht man eigentlich, wo die Absicht ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann wird er bleiben, egal wie der Prozess ausgeht. Verstehe ich Sie so richtig? Ich wäre Ihnen ermuntern, sich jetzt einmal nicht irritieren zu lassen und darauf zu vertrauen, dass zwar eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft unter der Leitung einer roten Ministerin, die ja auch mich schon einsperren wollte wegen den Ortstafeln, ohne Prozess einsperren wollte, auch versuchen wird, ihn natürlich zu treffen. Aber es gibt Gott sei Dank unabhängige Richter, es gibt Instanzenzüge und es gibt einen europäischen Gerichtshof, den wir appellieren können. Und eine letzte Frage habe ich noch. Sie sagen immer wieder, es muss langfristig eine Kooperation mit der FPÖ geben, haben Sie erst diese Woche wieder in der Presse gesagt. Es ist immer wieder von einem CSU-CDU-Modell die Rede. Und es gäbe auch sehr viele Gespräche mit der FPÖ. Jetzt weiß dort niemand was davon, zumindest sagt man das offiziell. Mit wem reden Sie denn da? Die fühlen sich dort von Ihnen schon unsittlich belästigt. Niemand will jemanden unsittlich belästigen, aber es ist ja auch Ihnen als Journalist bekannt, dass diese Gespräche natürlich existieren und dass es auch innerhalb des freiheitlichen Lagers ganz generell, insbesondere auch bei den langjährigen Funktionären, eine tiefe Sehnsucht gibt, dass es irgendeine Form des Schulterschlusses gibt, ohne dabei jetzt sofort einmal Eigenständigkeiten aufzugeben. Und ich glaube, darüber sollte man einmal ernsthaft nachdenken, denn im Grunde genommen spricht
spricht nichts dagegen, dass die FPÖ sich ihre Schwerpunkte sucht, dass wir ein bisschen weitergehen. Wir haben also mehr mit der sozialen Marktwirtschaft am Hut. Wir zeigen in Kärnten, wie man auch die Dinge umsetzen kann. Und wir führen nicht nur ausländerpolitische Wahlkämpfe. Und damit würde das gesamte FPÖ oder freiheitliche Spektrum in Österreich besser ausgeschöpft. Ja, ich würde das Projekt, bei Wahlen wieder mitmischen. Ich würde das Projekt gerne verstehen. Wäre Ihr Angebot an die FPÖ, das BZÖ bleibt in Kärnten, so wie die CSU in Bayern, und die FPÖ bekommt quasi Restösterreich. Wäre das das Angebot? Ich glaube, dass das nicht eine Frage ist, ob man einen Teil auflässt und überführt, sondern es ist ganz klar, geht es um Kooperationsformen. Wir kommen oder wir repräsentieren ein Wählerpotenzial, das im Wesentlichen ident ist, das wir vielleicht ein bisschen anders ausschöpfen als die Freiheitlichen. Und trotzdem brauchen wir diese gemeinsame Kraft, um gegen Rot und Schwarz erfolgreich zu sein. Und das muss uns eigentlich vernunftmäßig dazu führen, dass wir in irgendeiner Form miteinander können, auch wenn vielleicht der Chef der FPÖ ein bisschen Angst hat, dass er dann vielleicht nicht mehr so wichtig wäre. Gut, das sagt der Generalsekretär der FPÖ heute. Mit diesen Personen, Haider, Westenthaler, Scheibner und Co., wird es auch künftig keine Kooperation, Fusion oder Wiedervereinigung geben. Herr Haider, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.